Marco, du hast ja eine ganz, ganz süße Schäferhündin auf dem Schoß. Erzähl ein bisschen was von ihr. Wie alt ist sie? Wie heißt sie? Das ist Cindy. Sie ist jetzt fast ein Jahr alt und ein Schäfermix. Weshalb wurde Cindy bei euch abgegeben? Cindy wurde hier abgegeben, weil es bei den Vorbesitzern bzw. den Nachbarn der Vorbesitzer irgendwie Probleme gab. Cindy hat einen ausgeprägten Jagdtrieb, das heißt, sie jagt oder würde am liebsten mit allem spielen, was sich bewegt, was schnell rennt. Und so hat sie kurzerhand sich ein Huhn aus dem Nachbargarten erbeutet und das war auch schlussendlich dann der Grund, wieso sie auch abgegeben wurde. Wie ist es, wenn nun Familien Interesse an Cindy hätten? Stellt Cindy eine Gefahr für Kinder dar? Also kinderlieb ist sie auf jeden Fall, wobei man beachten sollte, dass die Kinder vielleicht schon ein bisschen älter sind. Sie ist sehr ungestüm, das heißt beim Spielen, wie man gerade sieht, dann hüpft sie oft einen an. Aber so, also wäre sie ein idealer Familienhund. Weißt du, ob Cindy schon in der Hundeschule war? Also reagiert sie auf gewisse Kommandos? Cindy folgt eigentlich relativ gut. Sie kennt gewisse Grundkommandos, weil sie auch bei den Vorbesitzern schon in der Hundeschule war. Und ja, also sie ist durch ihr Alter auf jeden Fall noch lernfähig und ist auch lernwillig. Also man merkt das auch immer. Sie ist sehr aufmerksam und versucht auch immer das zu befolgen, was man ihr sagt. Und wie ist es, wenn es in der Familie oder bei der Person, die Cindy gern hätte, andere Tiere gibt? Ist das zu empfehlen? Mit anderen Tieren, wie gesagt, versteht sie sich nicht so gut. Also verstehen ist das Glück gesagt, aber sie sieht alles irgendwie als Beute an und möchte dann auch am liebsten spielen. Also von dem her wäre es sicher günstiger, wenn sie das einzige Tier in der Familie wäre.